haarsträubenden Fälle des Philip Maloney, die Kochbuchkiller. Buchhandlungen sind keine Orte, an denen man mich oft antrifft. Wenn aber ein Auftrag winkt, gebe ich mich belesen. Frau Günther empfing mich mit sorgenvollem Blick. Seit Wochen treiben Sie Ihr Unwesen. Wir hatten gehofft, dass es nur ein schlechter Scherz ist. Aber mittlerweile sieht es so aus, als ob es Ihnen ernst ist. Da drüben, sehen Sie. Das sind Bücher. Die Covers wurden zerschnitten. Wahrscheinlich benutzen Sie ein Teppichmesser. Jemand zerschneidet die Buchumschläge. Über 2 Dutzend haben wir gestern entdeckt. Und von den anderen Buchhändlern hören wir ähnliche Geschichten. Werden immer die gleichen Bücher zerstört? Ausschließlich Kochbücher. Jemand hat etwas gegen Kochbücher. Sie nennen sich die Kochbuchkiller. Sie hinterließen eine Karte, auf der gedruckt ist: Die Kochbuchkiller waren da. Ist das eine terroristische Vereinigung? Sie sind seit einigen Wochen aktiv. Ich habe einen Verdacht. Nur zu. Ich werde mit dem Verdächtigen reden. Christoph Mauchli. Er hat den Buchhändlern in der Stadt vor einem halben Jahr eine Mail geschickt und sie aufgefordert, alle Kochbücher aus dem Sortiment zu nehmen. Hat er das auch begründet? Nein. Ich denke, dass er ein psychisches Problem hat. Kennen Sie ihn? Er ist einmal im Lokalfernsehen aufgetreten und hat gegen die unsägliche Kochkultur gewettert. Ihre Mitarbeiter hätten ihn erkannt, wenn er die Buchhandlung betreten hätte. Ja, davon gehe ich aus. Aber er könnte diese Gruppe gegründet haben. Ha. Die Kochbuchkiller. Bringen Sie diese Leute zur Vernunft. Wir möchten das still und leise regeln. Wenn das publik wird, werden die Leute Buchhandlungen meiden. Das ist das Letzte, was wir gebrauchen können. Es hörte sich nach einem einfachen Auftrag an. Christoph Mauchli wohnte am Stadtrand in einem imposanten Haus. Es gibt Reihenhäuser, freistehende Einfamilienhäuser und es gibt Villen. Das Haus von Mauchli gehörte in die Kategorie kleine Schlösser. Beeindruckend, nicht wahr? Das Haus ist seit über 400 Jahren im Familienbesitz. Aber nach mir geht das zu Ende. Sie werden das Haus verkaufen. Ich nicht, aber meine Erben. Das Haus kostet ein Vermögen im Unterhalt. Es gibt ständig etwas zu reparieren oder sanieren. Niemand will sich das heutzutage noch antun. Ich könnte mir das gut vorstellen, aber ich müsste in der Euro-Millions-Lotterie einen Haupttreffer landen. Es lohnt sich nicht. Wozu 16 Zimmer? In einigen habe ich mich in den vergangenen Monaten nie aufgehalten.